Einen feuchtfröhlichen guten Tag, Leute, wünsche ich euch. Ich bin's wieder, euer Taimo. Und ja, heute möchte ich euch die Minecraft Windows 10 Beta Edition vorstellen. Ja, das Ganze erinnert so ein bisschen an die Pocket Edition und ist also ziemlich der nachempfunden. Also Pocket Edition müsste eigentlich jeder kennen für Android oder iOS. Ja, und jetzt gibt's das Ganze halt für PC, für Windows 10, um genau zu sein. Kostet 9,99 € beim Windows Store. Wenn man Minecraft schon gekauft hat, kann man sich das kostenlos runterladen. Müsste man einfach nur auf mojang.com gehen, sich anmelden und dann direkt auf der Seite, wo man ist, müsste dann Minecraft stehen, dass man es gekauft hat, und dann kann man es runterladen. Und dann darunter müsste stehen Test Now Windows 10 Edition. Minecraft Windows 10 Edition. Dann klickt man drauf, bekommt man so einen Code und dann kann man sich das Ganze runterladen. Ja, was gibt's denn hier alles so zu sehen? Also erstmal ganz normal das Minecraft Layout, im Hintergrund so eine Welt. Dann steht hier der Spielen-Button, Multiplayer-Button ist nicht da, Erfolge, Optionen, Skins. So, wenn man auf Erfolge geht, kommt man auf Xbox-Seite und dann werden da einem die Erfolge angezeigt. So. Auf Optionen kann man hier alles einstellen, außer den Namen. Name ist festgegeben bei Xbox, kann man da beliebig ändern, wie man will. Muss man nur gucken, dass es nicht vergeben ist. So, Lautstärke kann man hier ändern, Musik kann man ändern, Schwierigkeitsgrad kann man je nach Bedarf ändern, also Peaceful, einfach, mittel, schwer. Dann kann man die Third-Person-Perspektive hier an- und ausschalten, geht aber genauso gut mit F5. Multiplayer über lokalen Server kann man an- und ausschalten. Je nachdem, wie man es haben will, dann Steuerung, kann man Mausempfindlichkeit einstellen, Y-Achse umkehren, Linkshänder geteilte Steuerung, Steuerkreuzgröße, automatisches Springen, wird alles nicht benötigt. Das ist für die Android-Version. Und dann kann man noch das Tastatur-Layout anpassen, also die Tastenbelegung. So, hier dann kann man noch die Grafik einstellen, Helligkeit hoch und runter stellen. Bringt jetzt so nichts, weil wir nicht in-game sind, aber in-game auf jeden Fall nützlich in Höhlen. So, Sichtweite kann man höher stellen in 6 verschiedenen Stufen. Dann kann man die Gehbewegung an- und ausschalten. Raffinierte Grafik kann man an- und ausschalten. Finde ich jetzt, es läuft, auch wenn man raffinierte Grafik anhat, bei mir, und ich habe nicht so einen super PC, wie man weiß, super. Dann kann man schöner Himmel an- und ausschalten. Animiertes Wasser kann man an- und ausschalten. Und man kann das GUI ausblenden. Das ist unten die Leiste und alles, was halt mit dazu gehört. Gut, sind wir fertig mit Optionen. Kommen wir zu den Skins. Hier kann man einmal aus Alex und Steve wählen. Oder aus verschiedenen Skin-Paketen. Da gibt es einmal die Stadtbewohner. Kann man unter anderem Barfrau, Barmann und so Leute halt, die aus der Stadt wohnen, nehmen. Wenn man hier andere will, wie Zimmermann, kommt die Nachricht, du musst es kaufen. Kostet 99 Cent das Skin-Paket. Muss ich jetzt nicht haben, kann man alles selber irgendwie erstellen und dann selber hochladen. So, dann kann man noch die Kleinstadtbewohner nehmen, dann gibt es einen Bandit, Förster und alles. Dann gibt es hier auch wieder Skin-Pakete, die man dann auch wieder für 99 Cent runterladen kann, was man halt kaufen muss. So, dann gibt es noch die Durchsuchen-Funktion, da kann man dann seinen eigenen Skin hochladen, den man bei SkinDev oder sowas runterladen kann, und dann geht man einfach drauf, öffnet sich ein Fenster, wählt man den Skin aus und dann hat er den. Das habe ich gemacht, habe jetzt den Skin hier einfach mal genommen und ja. Ich weiß nicht, in Zukunft werden wahrscheinlich noch mehrere Skin-Pakete rauskommen, aber das werden wir dann sehen. So, kommen wir zum Spielen. Ich habe gestern mal eine Survival World gemacht. Hier, erstmal zum Overlay. Oder Outlay, keine Ahnung. Man sieht, erstmal hier oben stehen Welten, also Singleplayer-Welten. Hier die Realms sind noch nicht für die Windows 10-Version verfügbar. Für die Android-Version weiß ich auch nicht, ich glaube schon, aber das ist immer so ein Hin und Her mit denen. Das ist halt noch in Development, also stand da in Dev. So, dann kann man hier Server von Freunden hinzufügen, also wenn man jetzt zusammen in einer Wohnung zum Beispiel spielt, kann man auf Server hinzufügen gehen, über IP-Adresse ein, bla bla bla.
Dann Port 19132, das ist der Port für Minecraft Windows Edition. Kannst du Namen hinzufügen, dann gehen wir auf Server hinzufügen. Zack, und dann hat man den Server hier, kann man drauf gehen, spielen, fertig. So, das andere ist, kann ich auf Welten gehen, machen wir jetzt Neue Welt. Namen kann man eintragen, My World, mache ich jetzt mal Windows 10 Edition. Okay, ist auch eine begrenzte Name. Finde ich schade, aber naja, egal. So, Spielmodus kann man zwischen Überleben und Kreativ wählen, halt das Übliche. Hardcore geht leider nicht. Dann kann man auf Erweitert gehen. Hier kann man nochmal den Namen ändern und den Startwert für die Welt eingeben, also den Seed. Und Welttyp auswählen. Alt ist der Welttyp, der bei den alten Pocket Editions verwendet wurde. Also da gibt es nur so einen bestimmten, ich glaube, 4 oder 5 Chunks sind das, die man hat, auf denen man spielen kann und danach kommt nichts mehr. Da kann man nicht weitergehen. Das hat begrenzte Welt. Unendlich ist unendlich. Flachwelt ist die Flachwelt, ist auch unendlich. Und ja, kann man auf Welt erschaffen gehen, aber ich zeige euch vorher noch hier diesen Button. Der ist dafür da, um einen Server wieder hinzuzufügen, so wie bei der Serverliste hier. Kann man dann auch wieder nochmal zurück. So, wir machen jetzt wieder bla bla Windows 10. Fertig, kreativ, erweitert, Startwert. Fertig, endlich, flach. Welt erschaffen. So, Welt wird erstellt, Gelände wird gebaut. Geht eigentlich relativ zügig. So, und dann sind wir schon da. Auf der ganzen Welt, die generiert jetzt gerade schnell. Geht meiner Meinung nach ziemlich schnell. Vor allem bei meinem Scheiß-PC. Und ja, dann hat man schon vorgegebene Blöcke im Inventar. Ja, das generiert jetzt dauert. Hier sieht man schon den Schwarzeichenwald. Ist ein Biom, was es hier auf jeden Fall auch gibt. Also es gibt die ganz normalen Biome, die es bei Minecraft normal auch gibt. Was ist denn das? Ich stelle mir gerade die Grafik ein bisschen runter, weil anscheinend jetzt, wo ich aufnehme, leckt das ein bisschen. Ist egal, aber weil ich euch eh nicht hier die Welt zeigen wollte, sondern nur, was es so hier alles gibt. Zurück zum Spiel. So. Also, ich kann jetzt nicht alles craften, was es hier gibt, beziehungsweise alles nehmen, was es hier generell gibt. Da hinten ist. Oh. Eine Village, die habe ich auch noch nicht. Okay. Die Welt baut relativ schnell auf, aber es ruckelt trotzdem doch. Wenn man einigermaßen spielt, dann geht das. Also das ist. Es ist zwar nicht wert, das runterzuladen, aber ja. Okay. Wir gehen mal zur Stadt rüber. Vielleicht gibt es hier auch diese Stadtbewohner. Also von den Skin-Paketen. Aber es glaube ich eher weniger. So, ich spiele jetzt mit den Tasten WASD, kann man natürlich alles einstellen, habe ich euch gezeigt. Dann Doppel-Leertaste fliegt man, wie normal auch. Und ja, was ist das für Stein? Ist das? Okay, wir sind jetzt im Menü, öffnet man mit E. Normalerweise kommt dann das Crafting-Menü, wenn man im Survival-Modus ist. Und hier sieht man erstmal eine ganze Anzahl von Blöcken. Blöcke, 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 Blöcke. Erze, es gibt halt die üblichen Erze, Kohle, Eisen, Gold, Diamant, Lapis, Redstone und Smaragd. Dann gehen wir mal hier auf Samen. Es gibt das übliche an Samen, Melonenkerne, Kürbiskerne, Samen, Weizen, Zuckerrohr, alles mögliche dabei. Was das hier ist. Rote Beete, Samen sind sogar auch schon dabei. Das gibt es auch erst seit der neuen Minecraft-Version. 1.9 wird das hinzugefügt. Rote Beete Samen. Ja, Eier, das ganze übliche, die ganze Palette an Fischen ist auch schon mit hinzugefügt. Ja, und ganz viele Tränke gibt es auch schon. Das sind zwar nicht alle, aber einige, glaube ich. So, dann gibt es hier Schienen. Nur die zwei Varianten leider. Bisschen wenig Redstone, meiner Meinung nach.
hier im Creative Mode. Sollte man vielleicht ändern, vielleicht kommt das in der nächsten Version, ich weiß nicht. Und vielleicht kann man das Ganze auch craften, also zum Beispiel Redstone Repeater und so einen ganzen Driss, den man braucht, craften. Kann ich jetzt hier nicht versuchen, weil das im Creative Mode nicht geht. Da müsste ich mich im Survival Mode ein bisschen hochbauen und das dann versuchen, habe ich jetzt keine Zeit und keine Lust zu. So, dann gibt es hier verschiedene Boote. Je nachdem, welches Holz man benutzt, sehen die anders aus. Mit Schaufeln an der Seite. Ich weiß nicht, man muss vielleicht nochmal das Boot machen, um die irgendwie zu craften. Muss man sich mal angucken, dann online, wie das sonst geht. So, dann gibt es hier die ganzen Spawning-Eierpaletten. Enderman kann man spawnen, alles mögliche, Silberfischchen, Skelett, Disco, Wolfschwein, alles, was man haben will. Die verschiedenen Schwerter und Werkzeuge sind alle in einem Reiter. Schneebälle gibt es auch. So, dann kommen wir weiter. Mauern gibt es. Redstone-Block gibt es auch schon, die ganzen verschiedenen Blöcke hier. Das ist jetzt hier alles zur Deko. Das hier ist ein Steinmetzblock. Also man kann auch anders hier Sachen craften. Also Steinmetzblock, um Sachen zu craften. Wie genau das funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Ich habe das noch nicht so lange gespielt. Ja, und dann sind hier wieder die Blöcke. Ja. Und dann kann man hier auch, wie man will, bauen und alles Mögliche. Und dann seinen Spaß haben. Ja, komme ich zum Fazit. Was ich positiv finde an dieser Version. Also ich finde, es läuft, wenn man ohne Aufnahme spielt, ziemlich flüssig. Generell, ziemlich dafür, dass es noch in der Entwicklungsphase ist, kann man sogar auf schlechten PCs auf hoher Grafikstufe spielen und damit auch sich ein bisschen was gönnen, was man so jetzt normalerweise bei der Minecraft-Version nicht hat, also bei der normalen Minecraft-Version. Und ja, was ich auch noch gut finde, das gibt es umsonst, also wenn man Windows 10 hat und man Minecraft schon gekauft hat, kann man sich das umsonst holen, gute Sache. Dann Updates installiert man immer automatisch, also wenn man es einmal hat, hat man es. Und ja, was ich negativ finde, ist, man hat wenig Items im Creative Mode zur Auswahl, die man craften kann. Also man hat keine Redstone Palette, vielleicht wird das noch hinzugefügt, ich weiß es nicht. Und insgesamt, auch im Survival Mode, das Crafting System ist ein bisschen schlecht gemacht, aber das kommt von der Pocket Version. Ich weiß nicht, ob die sich da ein bisschen dann von distanzieren werden. Das heißt, dass sie das ein bisschen eher wie die normale Minecraft-Version machen oder auch nicht. Zum Beispiel bei einem Ofen müsste man dann ein Output wie bei ein Overlay wie bei der Android-Version, da müsste man rechts wenn dann die ganzen Slots oben und unten, dann müsste man links auswählen, was man reintut. Also links kann man alles auswählen, was man reintun kann. Dann kann man zum Beispiel unten Kohle reinmachen und oben dann zum Beispiel Eisen, Erz und dann kriegt man Eisen raus. Aber das ist ziemlich umständlich gemacht. Ich finde, beim normalen Minecraft kann man einfach E drücken, dann die Sachen rausnehmen aus dem Inventar, rechts kriegt auf den Ofen, mit der Shift-Taste einfach reinschiften und fertig. Geht schneller meiner Meinung nach und ist auch leichter dann wieder die Sachen rauszunehmen. Ja, das war es von der Vorstellung hier von der Windows 10 Edition von Minecraft, hier auf Minecraft Vikings. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, würde uns sehr helfen. Und ein Abo wäre auch sehr nett, dann verpasst ihr die anderen coolen Videos, die noch kommen werden, nicht. Weil da wird ziemlich viel noch auf euch zukommen. Und das wird ziemlich interessant, würde ich sagen. Vor allem, wie sich der Kanal auch noch entwickeln wird. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zur Minecraft 10 Edition, wie man das Ganze kriegt, weil ihr das nicht verstanden habt oder ich es nicht ausführlich genug erklärt habe, dann schreibt das in die Kommentare rein. Ich spreche dann mit euch und schreibe euch, wie ihr das Ganze bekommt, beziehungsweise helfe euch dann, wenn ihr irgendwelche Probleme bei Installation etc. habt. Gut, dann war es das für mich heute. Wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin.